Okay, und dann sind wir... Was? Okay, ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, jetzt würde hier was angehen, aber zum Glück nicht. Wir sind wieder bei Siedler für einen neuen Stream und ich möchte jetzt endlich mal wieder hier mit der Kampagne weitermachen. Es fehlt nur noch große Feldzüge. Die habe ich tatsächlich nie gespielt, weil, ja, vor der History Edition kam man da nicht wirklich ran. Ich meine, ich habe zwar inzwischen auch das Community Pack im Regal stehen, aber ja, die History Edition ist einfacher zu bekommen, würde ich behaupten. Und die Mission hier hat anscheinend, also ich habe letztens noch von jemandem gelesen, der hier Probleme mit FEs hatte. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch haben werden. Messina darf nicht fallen. Ich glaube, das ist kein Thema. So, das hier ist eigentlich eine ziemliche Metzelkarte, kann man sagen. Das ist okay. Wir machen auch schon mal direkt Steinmetz und wir bauen ein paar Wanderholzfäller. So, das hier oben sieht eigentlich schon ganz gut aus. So, wir brauchen Geologen. Wir machen mal 3 da oben und 2 hier zur Seite. Die neue große Feldzüge-Karten sind, glaube ich, auch fast alles Metzelkarten. FE, Fatal Error, ein Absturz. So, wir haben Nahrung, wir haben einen Jäger. Und wir können direkt jetzt mal für mehr Planierer und Bauarbeiter sorgen. Oh, Siedler. Ja, tatsächlich, weil jetzt ist ja Dark Souls erstmal durch. Das heißt, der Donnerstag-Slot ist erstmal nicht belegt. Ich merke auch, ein Slot muss eigentlich Siedler sein, damit ich irgendwie mit den Videos hinterherkomme, weil am gleichen Tag die Karte spielen, gucken, wie man sie am besten schafft, das Voice-Over und alles aufnehmen und dann auch so ein Video machen. Das geht mit kurzen Karten relativ gut, aber es sind ja nicht alle Karten kurz. Wir brauchen auf jeden Fall da. Gehen hier in die Richtung. Ich glaube, das hier ist ein guter Ort für Nahrung. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles abgedeckt. Die weiteren Holzfäller sind auch gleich fertig. Wer viele Zuschauer lassen kann, ich aber Werbung spammen. Du hast sie tatsächlich, als du sie bei KFC eingesetzt hast, das war das erste Mal, dass die Belohnung eingelöst wurde. Aber die Türme, das ging jetzt aber doch in einer angenehmen Geschwindigkeit. Okay, wir haben Spitzhacken. Wir haben, glaube ich, doch, wir haben, oder? Wir haben 2 Bergmänner, mit denen wir anfangen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Wanderholzfäller hier. Vielleicht sollte ich den Adblocker ausmachen. Ich glaube, ich habe selber gar keinen, der bei Twitch zuverlässig funktioniert. Für YouTube habe ich tatsächlich seit einer Weile auch ein Add-on, das lässt dich einzelne Leute auf eine Whitelist setzen. Das heißt, bei denen siehst du dann Werbung und beim Rest nicht. So, ich nehme an, wir haben nur zwei Sägen. Okay, krass. Ja gut, dann bringt das ja auch jetzt nichts, noch mehr zu bauen.
Ist das zufällig das Add-on, über das ich auf dem Server geschrieben habe? Das weiß ich nicht. Ich vermute mal. Also es ist das, was in der Gold Edition nie drin ist. So, wir haben 16. Okay, das ist in Ordnung. Das, wir bauen eine Eisenschmelze. Wir können hier schon mal Baumstämme hintragen lassen. Wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Siedler. So, ihr hier seid eigentlich relativ safe. Ja, wenn ihr nicht gerade eure Geologen zum Grünen schickt, dann seid ihr relativ safe. Das Add-on, ach so, das! Ja, das ist das. Das müsste das sein. Wir bauen auf hier auf jeden Fall mal ein paar Lager. Das ist versorgt. Das heißt, wir brauchen auch eine Werkzeugschmiede. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal mindestens ein Sägewerk. Kriegen wir hier noch ein paar Sachen weg? Sieht nicht so aus. Ich habe die in 1 Stunde 30 gewonnen. Ja gut, ich glaube, schwer ist die auch nicht. Wie hast du die Diskussion auf dem Server empfunden? Ich muss sagen, dass ich zeitweise echt überlegt habe, ob das so okay ist. Aber ich sag's mal so, ich erlaube bewusst politische Diskussionen auf dem Server und dann darf die auch gerne mal ein bisschen hitziger werden. Weil sonst ist es zwecklos. So, wir brauchen Eisen und wir brauchen Kohle. Und wir können auch schon mal ein bisschen Gold einlagern. Ja, Spitzhacken haben wir noch. Das ist auch okay. Wir bauen eine Goldschmelze. Wir bauen schon mal ein Goldlager. Jetzt brauchen wir auch mal meine Säge. Habe ich? Ja, ich habe zwei. Ich habe zwei Sensen und zwei Angeln. Ihr seid durch. Wir haben 54 Siedler, das heißt, wir können es noch nicht abreißen. So, du gehst runter und arbeitest da weiter. Und hier drüben, wir brauchen hier drüben mehr Platz. Wobei, hier geht das. Hi Marcel, willkommen zum Stream. Ich bin mal gespannt, ob Fettimus noch streamt, wenn wir durch sind. Und was ich überlegt hatte, also ich gehe mal davon aus, dass diese Mission jetzt nicht ewig lange dauern wird, von daher wäre das potenziell ein guter Zeitpunkt, um das 1v1 einzulösen, wenn jemand das tun möchte. So, wir bauen mal hier zwei Getreidefarmen. Hi, Star Resident Evil, willkommen zum Stream. Hier haben wir das. Wir haben zu wenig Holz. Ist einfach so. Aber jetzt mit drei Sägewerken sollte das gehen. Und das vierte kommt gleich noch dazu. Ja, wir haben noch eine Säge gemacht. Dann machen wir auch... Ja, wir müssen noch keine weiteren Werkzeuge machen, denke ich. Oh, 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 oh. Ihr kommt mal schön hier rüber.
Wen habe ich jetzt darüber geschickt? Hier. Du bleibst mal schön hier. So, einer da und... Habe ich nicht... Hallo? So. Ihr seid voll. Das geht weiter. Ja, jetzt mit 4 Sägewerken. Will ich aber hoffen, dass da was geht. So, wir bauen mal hier das Wasserwerk rein und dann können wir hier gleich hoffentlich eine Bäckerei hinsetzen. Ich habe Getreide fahren, warum? Oh, ja. Wobei, die hat hier Platz und der Holzfäller kann ja später weg. Wir könnten aber nochmal hier ein Dings brauchen und dann... Ja, wir haben hier so wenig Platz. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Jäger irgendwo. Vielleicht hier, hier drüben ist gut. Hier sind so viele Karnickel. Es sind gerade so viele Zuschauer, weil da hat jemand Bock auf Werbung. Wir können auch schon mal die erste... Ganz ehrlich, so, wir können jetzt auch die ersten so beiden Waffenschmieden laufen lassen. Das läuft ja jetzt hier. Wir könnten auf jeden Fall noch mehr Holz brauchen. Holzfäller findet keine Bäume mehr, das war der hier. Wir können auf jeden Fall noch ein paar Äxte brauchen. Weil hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Platz. So, wir sollten Chiron besiegen. Chiron ist grün. Die anderen beiden sind egal. Werbepause. Ich sehe es. Ja gut, dann machen wir mal kurze Pause. Alles klar, das läuft. Das heißt, wir machen mal kurz hier eine Pause. Ich kann mich auf den Chat konzentrieren. Also, falls euch irgendwas auf der Seele brennt, ist jetzt der gute Zeitpunkt. Hat das einen Cooldown? Ich glaube ja. Ich glaube auch, die Funktion selber hat einen Cooldown. Aber es bedeutet, glaube ich, auch, dass ich glaube, für die nächsten 30 oder 45 Minuten alle Leute, die in den Stream reinkommen, frisch keine Werbung kriegen. Achtmal Werbung, oha, what? Okay, das ist krass, also... Weil ich habe gehört, dass viele Leute eigentlich nicht die volle Werbung reinkriegen. Beziehungsweise nicht die vollen 3 Minuten, weil Twitch teilweise gar nicht genug Werbung hat, die sie jemandem in so kurzer Zeit zeigen können. Ich habe gar keine Werbung. Okay, das ist krass, dafür, dass dein Abo auch gar nicht mehr läuft. Aber wie gesagt, es kriegt nicht jeder Werbung, es kriegt nicht jeder die gleiche Werbung, es kriegt nicht jeder gleich viel Werbung, weil es ist ja auch ein gewisser Algorithmus dahinter, wer welche Werbung kriegt und wenn der Algorithmus keine passende Werbung für dich findet, dann ist es halt so. Ja, aber dass du dafür verantwortlich bist, das weiß Twitch in dem Sinne nicht. In der Werbung ist alles dabei, Shish. Erzähl mal, was ist da drin? Wofür kriegt ihr Werbung? Ich bin schuld und trage keine Konsequenzen. Ja, könnte man so sagen.
Games, Kosmetik, Essen, Urlaub. Oh, das ist gar nicht mehr so. Also, das ist doch relativ weit gestreut. Da ist doch eigentlich für jeden was dabei. Also, ich denke mal, Kosmetik ist jetzt wahrscheinlich nicht so dein Ding, aber. Erstmal Reise buchen. Ja, da brauche ich aber noch Affiliate-Links. Hab sogar den Stream neu geladen, aber nichts mit Werbung. Ich fühle mich von Twitch diskriminiert. Weißt du, andere Leute sind froh, wenn sie keine Werbung kriegen und dann sind andere so, wir wollen Werbung. Ich krieg Werbung und könnt Spinny hören. Nee, ich denke mal nicht. Twitch cancel. So, noch 10 Sekunden oder 11. 10. 9. Das sieht gut aus. 3, 2, 1. Werbepause vorbei, weiter geht's. So, das hier können wir schon mal. Das hier. Wobei, das ist nicht so schlimm. Wir brauchen mehr Siedler. Wir brauchen viel mehr Siedler. Komm, wir machen mal ein paar kleine Häuser. Das lohnt sich ja mit Obo. Du musst doch kurz weg. Du hattest deine Chance. Hunderte Euros weg. Was? Warum? What happened? Komm, wir bauen mal hier ein paar Aussichtstürme hin. Weil das Ding ist, das Gebiet kontrollieren können wir eh nicht. So, tragt mal. Wobei, ich riffe mir hier gerade eigentlich das alles eher. So, das hier ist schon mal voll belegt. Das hier gleich auch. Dann kommen hoffentlich gleich die Bauarbeiter und machen das hier. Es ist noch eine Schaufel frei. Das geht ja mal gar nicht. Okay, jetzt geht's. Das sollte sich dann gleich hier gelöst haben. Wenn man das S4-Match einlöst, muss aber nicht sofort gespielt und auch beendet werden, oder? Also kommt drauf an. Also ich gehe durchaus davon aus, dass das auch eingelöst wird, wo klar ist, dass das nicht mehr im gleichen Stream passieren kann. Aber wie gesagt, die Siedler-Stream ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt dafür. Höhe. Bro, könnt ihr ein bisschen leiser sein hier drüben? So, zwei Häuser sind schon mal fertig. So, und jetzt könnten wir langsam noch mal ein paar schöne Getreidefarmen brauchen. So, du hast nichts mehr. Ich brauche einen Hammer. Ja, und er findet keine Siedler für die Aussichtstürme, stelle ich fest. So, du kannst weg, denke ich. Ich schiebe mal ein bisschen hier rüber. So, wir haben ein paar Waffen. Ein Baum steht direkt vor der Tür der Getreidefarm. Ja, das stimmt. Den sollte man vielleicht möglichst bald wegkriegen. So, was ich gerne hätte. Wäre das. Ich sehe nicht wirklich Orte, wo man Mana andauern könnte, aber das ist okay.
Das ist gleich alles vollgelegt. Wir können mal noch ein paar Bauarbeiter machen. So, das geht mal möglichst schnell weg, bitte. Das machen wir hier. So, wir brauchen viel mehr Kohle. Warum nicht langsam große Wohnhäuser? Weil große Wohnhäuser immer noch eine Noob-Trap sind. Das macht man dann, wenn man die Siedler nicht unmittelbar braucht. Und im Moment brauche ich sie. Wenn ein großes können wir jetzt langsam mal einen Auftrag geben. Aber dann brauchen wir eigentlich auch zusätzliche Planierer, würde ich behaupten. Weil die großen Sachen beziehen doch relativ viele. Wobei ich die Tage wieder erfahren habe, das Spiel zieht tatsächlich die Anzahl der Planierer daraus, wie viel Arbeit tatsächlich besteht. Das ist wohl nämlich tatsächlich in Siedler 3 auch so. Und in Siedler 3 gibt es ja jetzt die Möglichkeit, für jede Baustelle einzeln einzustellen, wie viele Planierer, Bauarbeiter etc. man da haben möchte. Deswegen ist das ganz interessant zu wissen. Wobei das Spiel dann, wenn man sich anguckt, was jetzt das Ergebnis dieser Modernisierung war, anscheinend überschätzt, wie viele man braucht. Das sind kleine, ich dachte, das sind mittlere. Das sind kleine. Die lohnen sich halt mit Obo jetzt. So, die Burg. Pass auf, wir machen mal kurz hier ein paar Level 3er. Die können auch direkt hier hinlaufen. Weil wenn, möchte ich schon auch Elite-Soldaten in meiner Burg. So, langsam nervt ihr hier hinten. Und vor allem, ich bin ewig... Das finde ich manchmal so schräg. Man ist ewig weit weg vom Geschehen mit der Kamera und trotzdem kriegt man die Sachen dann voll in sein Ohr. Ich meine, das Beobachtungsfenster spielt auch teilweise eine Rolle, aber das ist auch hier. So, einmal speichern. Unsere Fische sind immer noch voll belegt hier. Ah, ich liebe die neuen Burgen. So, du bist auch gleich fertig. Dann machen wir direkt auch die nächsten. Das sieht aus, als könnte man hier ein bisschen Mana anbauen. Tun wir das doch einfach mal. Ob wir was damit machen, ist jetzt noch die andere Frage. Doch, Waffen lagern wir hier auch einstellig fest, aber wir sollten vielleicht mal kurz hier ein bisschen freiräumen. Kriegen wir noch eine Kaserne hier hin? Yo. Was hast du mit den Burgen gemacht? Die wirken irgendwie sinnvoller. Ja, weil sie jetzt 3 neue Soldaten beinhalten können. Ich finde es übrigens ein bisschen bescheuert, dass man hier Schiffe kriegt, die, soviel ich weiß, nicht wirklich sinnvoll sind. Also auch auf der Karte nicht. Die KI macht nicht so viel Sinnvolles. So, ich bin versucht schon in Zielobjekte zu investieren, aber das ist Quatsch. Ich will erstmal die Soldatenproduktion ans Laufen kriegen.
noch 2 Goldschmelzen. Wir haben immer noch zu wenig Kohle. Die Objekte der letzten Karte, die ich da gespielt habe, die auch am Montag als Missionsguide kommt, habe ich tatsächlich die Objekte vermisst, weil da hast du echt kein Gold. Und dadurch hast du halt auch dann sehr wenig an Möglichkeiten, um deine Kampfkraft zu erhöhen. Wenn du dann noch auf Level 1er beschränkt bist. Es ist jetzt ein Zielobjekt, aber in welches? Du musst dir schon eins aussuchen. Hier kann noch ein Lager hin. So, und gut, jetzt ist Gold natürlich leer gelaufen, aber wir haben auch nur 2 Goldschmelzen für 2 Waffenschmieden. Das ist natürlich zu wenig. Einfach alle bauen. Also, die Belohnung ist eigentlich für 1. Ich denke mal, wir können mal eine Standarte an den Strand setzen. Gibt es hier eigentlich Schwefel auf der Karte? Gut, das ist eine Fankarte, also in dem Sinne, weil es ja, das Community Pack war ja entsprechend gestaltet. Von daher würde ich auch erwarten, dass hier kein Schwefel auf Karten ist, wo man als Römer oder Wikinger spielt. Ich denke mal, dass die Karten wahrscheinlich, wenn es nicht fürs Ziel gebraucht wird, einfach alle keinen Schwefel haben. Wir sehen, was 5 kostet. Das braucht dann die unsicherste Stelle der Siedlung. Ja. Ich glaube, eine unsichere Stelle haben wir hier nicht. So, ich glaube, uns passiert hier nichts mehr. Wir können aber mal einen großen Tempel irgendwo hinsetzen. Vielleicht, ich glaube, hier passt ganz gut. So, die Goldschmelzen sind fertig. Wir schwimmen in Nahrung. Ja, ich glaube, Jäger sind mir tatsächlich noch ein bisschen zu Fußfall, glaube ich. Also generell. Also das ist ja tatsächlich, was ich halt auch vielleicht mal nochmal eine Umfrage machen muss, ob generell die Arbeitsbereiche ein bisschen größer werden sollen von Holzfäller und so. Weil Wanderholzfäller ist man alle 2 Minuten am Versetzen gefühlt. Und Jäger... Ja, vielleicht war 40, was der Community Patch ursprünglich hatte, vielleicht doch ganz gut. Weil ich finde, jetzt selbst mit 30 muss man die viel zu oft versetzen. Aber das ist auch nur meine Meinung. So, ihr könnt schon mal da das Zeug hinbringen. Wir haben auf jeden Fall keinen Siedlermangel mehr. Haben wir noch irgendwo Stein? Es wird langsam eng, was Stein angeht. Aber wir haben ja zum Glück auch eine Steinmine hier. Und hier. ...35 vielleicht mal ausprobieren. Kann man natürlich auch machen. Wir machen mal ein Werkzeuglager. Passt natürlich jetzt hier schlecht hin. Dann machen wir eins da. Das Lager ist auch fertig. Und ich merke gerade, die Kaserne hatte noch keinen Sammelpunkt. Wir haben immer noch ziemlich wenig Holz dafür, dass wir hier 4 von den Dings haben. Aber gut, wir haben auch einiges an Wanderholzfällern gehabt. Und das hier ist nicht gerade effizient. So, ihr macht mal weiter. Du machst die letzten Bäume, die noch da sind. Du gehst nach da oben irgendwie. So, wir bauen mal noch eine Goldschmelze. Aber wenn wir in ein Zielobjekt investieren wollen, brauchen wir da auch schon einen Überschuss.
Das läuft. Wo ist denn unsere vierte? Da. Ich wollte schon sagen, hatten wir nicht vier gebaut. So, das läuft. Ich liebe es, wenn Weingüter mal so funktionieren, wie sie sollen. Der Berg hier ist einfach voll mit allem. Aber es wäre vielleicht ganz sinnvoll, auch die Grenze zu verbinden. Damit wir, wenn wir dann in das grüne Gebiet reinmarschieren, auch das dann plündern können. Ach stimmt, wir haben ja sogar schon einen Priester. Wir haben jetzt nur keinen Steinmangel, sonst könnten wir natürlich Fisch umwandeln, aber ansonsten... Kampfzauber ist halt auch ein bisschen sinnlos jetzt. Und das hier braucht auch noch eine Weile, wie es aussieht, weil einfach kein Gold rankommt. Aber wir arbeiten dran. So, wir machen auch direkt schon mal Start-Stopp. Hi Evil, willkommen zum Stream, falls du mich überhaupt hörst, weil... Laut dem Symbol hast du den Tab gemutet. So, wir besorgen mal für mehr Siedler. Er stalkt dich durch dein Fenster und hört dich dadurch. Mhm. Okay, ja, die KI macht einfach gar nichts. So, dich können wir schon mal abreißen. Das Symbol muss man tatsächlich selbst setzen. Okay. Wusste ich nicht. So, dann bauen wir hier mal einen Aussichtsturm. Der hier kann dann nämlich weg. Hier setzen wir mal einen hin, um das noch ein bisschen zu schieben. Weil wir haben ja die Rohstoffe. So, jetzt haben wir langsam einen Goldüberschuss. Wir pushen mal ein bisschen. Mal lauter, ich höre dich nicht. What? Ich muss echt mal die Hotkeys auswendig lernen. Boah, ich merke jetzt schon, dass meine Hand verkrampft. Aber gut, damit habe ich in letzter Zeit sowieso häufiger Probleme. Vor allem, wenn ich präzise Geschichten machen will, wie Schnitte bei Adobe Premiere. So, 80%. Oh, da ist die Kaserne. Hab gerade deinen Stream-Video irgendwas in den Chat geschrieben, so damit ich dieses Symbol habe. Nee, also ich sehe es auch nicht.
Okay, Kampfkraft geht hoch. Mit zwei Sets sollten wir auf jeden Fall deutlich über die 100 kommen. So, das Haus reißen wir mal ab. Ich mag die Hotkeys nicht, klicken mag ich eher. Ich habe halt ein bisschen ein Problem damit. Also ich fände es ganz praktisch, wenn die Hotkeys auch angezeigt würden. So wie es der HD-Patch ja auch mit den Namen der Gebäude kann. Das ist halt auch etwas, was mich halt, wenn ich Siedler 3 spiele, total abfuckt, weil irgendwie fast alle Gebäude sind gefühlt, die haben ja nur 4 Tabs und gefühlt sind fast alle Gebäude im ersten. Ich glaube einschließlich der Scherindustrie, aber die Waffenschmiede ist dann wiederum bei den Militärgebäuden. Ich denke aber, die Waffenschmiede möchte ich dann bauen, wenn ich meine restliche Schwerindustrie baue. Das heißt, da suche ich sie auch. So, 104%. 105. Und es werden noch ein paar fertig. 106. Jetzt sehe ich nicht, was du machst. Dann siehst du ja auch nicht, wenn ich hier die Standarte abreiße. Hundertzwölf. Geben wir uns damit zufrieden? Das wagst du nicht. Einfach weil ich es kann. Aus keinem anderen Grund. Habe ich einen. So, ich mache mal ein Auto-Safe. Oder generell einfach mal ein Safe, nur für den Fall. Dass uns irgendwas hier entgegenkommt. Wir brauchen mehr Gold. Wir müssen ja nur Grün besiegen. Vielleicht können wir das schon machen, bevor uns irgendjemand angreift. Komm, wir bauen einfach noch eine Burg. So, aber ich hätte schon gerne die... Genau, mach die Standarte wieder richtig. Hat die nur einen Bauarbeiter? Echt jetzt? Dann braucht die ja ewig zum Bau. Das muss in den Guide bitte rein. Was? Mein Power-Move gerade? Komm, jetzt schick mal den einen Priester hier rüber. Ah, komm, wir warten noch kurz. So, 112%. Damit sollten wir eigentlich deutlich überlegen sein. Ja, wenn er uns nicht gerade jetzt alles wegzaubert. Und er hat die Tür zaubergemacht, aber direkt zweimal. Er verschwendet also gerade Mana. Okay, Gold haben wir ja. Leider kann man nicht beide von diesen Symbolen haben. Okay, also der Türzauber ist jetzt wenigstens mal sinnvoll. Und verändert tatsächlich mal die Kampfdynamik ein bisschen. Aber der hat hier fast nur L1er. Das Spiel ist... Fuck, das Spiel ist auf leicht. Scheiße. Okay. Sorry, das geht so nicht. Der stellt aber auch immer, wenn ich bei manchen Karten stellt er immer, wenn man das Spiel neu startet, erstmal auf leicht. So, wir wissen jetzt, das hier ist easy. Da kommt es wohl nicht in den Guide. Okay, ja gut, ich muss dazu sagen, das wäre es aber auch nicht, weil auf sowas ziehe ich keine Aufmerksamkeit.
Ah, das war jetzt natürlich eine Zeitverschwendung hier. Aber wir wissen ja jetzt, wie wir die Siedlung aufbauen wollen, das ist okay. So, das ist durch. Für Stein ist gesorgt. Dann sorgen wir auch diesmal dafür, dass wir nicht direkt in den Siedlermangel abstürzen. Komm, diesmal machen wir es stylisch mit zwei Burgen. Damit, dass du das Zielobjekt wieder baust, werde ich. Wie lange ist der Cooldown für die Werbepause, bitte? Länger. Und ich weiß nicht, wobei, ich glaube, ich kann schon wieder. Aber ich glaube, den Cooldown hast auch nur du. So, das läuft. Das läuft gleich auch. Wir haben also gerade Werbepausenpause. Ja. Erstmal weiter Elden Ring spielen. Oh, das muss ich auch noch machen. So. So, jetzt wo das langsam läuft. Eisenschmelze. So, das kann laufen und dann machen wir hier. So, und jetzt wird das versorgt, das geben wir auch schon mal den Auftrag. Und geben das erste Sägewerk frei.
So, hier geben wir frei. So, wir brauchen einmal Eisen und einmal Kohle. So, und den auch. Es fehlt eine Säge, das ist okay. So, das hier läuft gleich auch durch. Sorg mal hier oben bitte für ein bisschen Raum. Das steht. So, das können wir abreißen. Kommt diese Nachricht ins Video? In den Wort ja. Smarte Antwort. Erwartest du irgendwas Geringeres von mir? Ja, wir müssten aber mal hier für Förster sorgen. Du machst mal hier frei. Das ist ja auch tatsächlich so ein Ding, was ich gerne noch machen möchte, weil ich habe das Gefühl, das Audio-Mixing für die Soundeffekte ist komplett für den Arsch. Und das Ding ist, das Spiel hat theoretisch eine eigene Einstellung für jeden Soundeffekt, was die Lautstärke angeht und nutzt es für eine Handvoll Effekte. Nur scheint die Datei da keinen Unterschied zu machen. Sonst hätte ich nämlich schon ein bisschen rumzutesten, ob man da ein bisschen was dran ändern kann. Meine Erwartung von diesen Zeit ist höher als die maximale Bauhöhe in Minecraft. Das ist eine Aussage. So, wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Kohle. So, wir bauen auch mal ein großes Wohnhaus. Und das Ding reißen wir auch ab.
So, du kannst mal irgendwo hier weitermachen. Du bist auch fertig. Machst mal hier. Also, Inizio, willkommen zum Stream. So, das Problem ist, wir haben uns jetzt natürlich hier schön in einen Holzmangel manövriert. So, 12 lasse ich mal zu. So. Das hier braucht noch eine zweite Reihe. So, jetzt müssten aber langsam die Förster hier was reißen. Die Bäume werden jetzt langsam alle reif. Kampagne hast du noch nicht gespielt, da gibt's neue zum Testen. Ich habe noch nie die großen Feldzüge gespielt. Das sind ja die letzten Kampagnen, die mir noch fehlen. Yippie! Nur weil die Mühle ist natürlich jetzt als erstes fertig geworden. Diesmal macht die KI auch was. Gut, ich denke mal, vorher war sie vielleicht am Soldatenlimit und hat erst angefangen zu produzieren, als ich angefangen habe. Aber jetzt sind wir gerade natürlich voll im Holzmangel. Haben wir nur noch... Haben wir einen verloren? Ja, haben wir. Einen Geologen haben wir verloren. So, wir können auch mal ein paar von denen hier machen. Und wir lassen mal gerade Fischern alles liefern. Okay, Holz stabilisiert sich. Heißt, es wird Zeit, dass wir mal unsere beiden S-Türme bauen, oder beziehungsweise unsere beiden S-Burgen. Werkzeugschmiede kriegt mal Prio. So, wir bauen halt eben unseren Jäger.
Haben wir hier auch schon ein... Ja, haben wir. Da ist nämlich schon was eingelagert. Jetzt haben wir aber auch mal richtig viele Siedler. Wir bauen auch nochmal 5 Pioniere. So, komm, ein Stein noch. Wo soll ich im hintersten Eck bringen? Die den jetzt her? Von da. Komm, bring ihn hier hin. So. Okay, diesmal geht die KI tatsächlich ein bisschen ab. Albert, du wurdest gerufen. Was? Ach, ein Stein noch. Ach so, ja. Wenn ich nicht wüsste, dass das kein Dieb ist. Wenn ich nicht wüsste, dass die KI sowas nicht kann. So, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen in unsere Schwerindustrie investieren. So, ihr seid soweit. Wir machen das. Und dann... bauen wir noch ein paar Goldschmelzen. Habe ich ins Spiel gehackt? Das sind Diebe von mir. Mhm. So, noch ein Bogen. Ich hoffe, meine Nachricht bei Discord ist nicht hier im Spiel aufgeploppt. Nein. Das sollte normalerweise nicht passieren. Ich werde darauf, dass Messenger grundsätzlich nicht aufploppen bei mir. Atmos, danke fürs nicht mal ein Prime, aber es ist ein normales Abo. Nice. Dankeschön. So, Nahrung sollte dann vielleicht der nächste Schritt sein. Dann dürfen wir einen Pool. Was? Jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wir brauchen auf jeden Fall noch hier... Das hier und wir brauchen noch ein Wasserwerk da. Wenn das steht, machen wir noch ein bisschen Mana, weil einen Priester haben wir ja schon. Wir brauchen einen Hammer. Das ist arrangierbar. Wir bräuchten vielleicht mal ein Lager für Werkzeuge.
Deine Nachricht wird vielleicht nicht den Stream, aber ich kenne deinen Weg, wie ich es tun kann. Ahem. You underestimate my power. Muss ich jetzt ernsthaft die L3er ja selber hier reinschicken? Oh, ist es zufällig eine Mod? Nein, eigentlich nicht. So aktiv ist der Chat in der Regel nicht, dass ich einen Moderator bräuchte. Ist dein Telefon ausgeschaltet? Das würdest du sowieso nicht hören. Das hörst du nur, wenn ich gerade spreche, aber ansonsten reicht es nicht, um das Noise Gate auszulösen. Sollen wir noch mehr Burgen bauen? Sollen wir übertreiben? Wir bauen noch mehr Burgen, würde ich sagen. Natürlich, ich kenne keinen Weg, um den Stream zu zerstören. Man muss das durchziehen, das wird Creative Element nur umso mehr testen wollen. Weil ich die Situation unter Kontrolle habe. Glotzen, nicht kleckern. Genau. Warum zwei Burgen bauen, wenn man vier bauen kann? Vor allem jetzt, wo es die neuen Ubo-Burgen sind. So, wir können auch nochmal ein großes Wohnhaus in Auftrag geben. Oh, 89 Gold. Ich glaube, die Kaserne kommt gerade gar nicht. Ach so, doch, die kommt hinterher. Ich habe nur nicht hier. Ich habe nur nicht in Auftrag gegeben, dass sie produziert. Das sollte ich vielleicht mal gerade machen. Ja, wir haben Siedler. Warum bei 4 aufhören? Platz. Wobei, hier unten kriegt man vielleicht sogar noch eine 5. hin. Ah, mal gucken. Ja, wir machen noch eine 5. Boah, das wird so unfassbar eklig, sich hier zu bewegen. Die Urbogen sind übrigens genial, die sie schon am Ende sein können. Ja, ich finde es halt nur schade, dass ich noch nichts an Kriegsmaschinen machen konnte, weil ich finde das sehr wichtig, damit vielleicht auch Spieler sich sicher dabei fühlen, die ganzen Turmregeln mal aufzuheben. Weil, ja, es ist ein bisschen ungünstig, dass die Wikinger das einzige Volk sind, das eine Antwort auf Turmstädte hat. Aber wenn diese nicht erlaubt sind, so für 3 Türme machst du keine Axtkämpfer. Wie sieht's hier aus? 300. War es zu viel oder zu wenig Munition in S3? Okay, wir brauchen mehr Planierer und mehr Bauarbeiter. Dann investieren wir gleich auch in Zielobjekte. Beziehungsweise können ja das eine schon mal bauen, was Creative ursprünglich eingelöst hat. Aber war es nicht dafür so, dass Bogenschützen keine Kriegsmaschinen angreifen konnten? Also so gar nicht? So, nahrungstechnisch
darf es ruhig noch ein bisschen mehr sein. Man muss nach jedem Turm zurück Munition holen, wenn man nicht Amazone ist. Oh, für ganz ehrlich, ich habe mir auch natürlich überlegt, wie die Kriegsmaschinen in einem Siedler 5 funktionieren sollten und mit dem Gong. Das wäre so cool, wenn er sich wirklich wie ein Gong verhalten würde. Was meinst du damit genau? Ja, dass der Gong halt nicht einfach nur ein Ziel angreift, sondern eine radiale Schallwellenwaffe wird. Die zwar nicht unbedingt mega stark ist, aber halt mehrere Ziele treffen kann. Und potenziell halt stärker wird, je tiefer du sie ins feindliche Gebiet reinbringst. Weil natürlich dann auch in allen Richtungen Gegnergebäude sind. Und das würde halt, finde ich, den Gong auch nochmal gut von Thors Hammer unterscheiden. Okay, wir brauchen mehr Siedler. Wo haben wir mal Platz? Hier. So, die Sägewerke laufen auf Hochtouren. What? Wo war die Musik? Jetzt haben wir doppelte Musik. Was ist gerade passiert? Wer greift uns denn wo an? Hä? Hä? What's happening? Ach, hier. Uwu. Dass ihr euch das traut. Jo, die Burg kommt einfach mega gut klar. Sie haben sich in unseren Rücken geschlichen. Naja, das ist relativ. Wir können mal ein Lazarett bauen. Direkt hier am Strand, würde ich sagen. Und zieht er sich wieder L2er, ne? Kann das Spiel vielleicht einfach mal in sich nicht L2er dafür ziehen? So, das soll sich eigentlich mal jemand trauen, das anzugreifen. Hier kriegt man sogar noch ein. Ja, kleine Türme kriegt man hier noch rein, aber keine großen. Spiel cheatet und spawnt 20 Axtkämpfer. Uns fehlen Siedler. Na, bring das mal bitte in Ordnung.
Ach, haben sie jetzt doch sie haben unsere Pios gekillt. So, kommt, bringt mal alle Steine, die ihr kriegt, dahin. Und dann skippen wir kurz. Ich meine, was wir theoretisch machen könnten, wäre Fische umwandeln, aber ich denke mal, das werden wir nicht benötigen. Wobei, ich mach trotzdem ein Fischlager. Und noch zwei Fischer generell. So, jetzt kommen Siedler. So, das. Ja, jetzt werden die beiden auch noch fertig. So, hat jemand 180 Siedler bestellt? So, und direkt die nächsten Häuser in Auftrag geben, bitte. So, und die Pios. Mach mal hier gerade das hier richtig, damit der Steinmetz hier arbeiten kann. Wir brauchen ein Holzlager, führt kein Weg dran vorbei. Und ein Steinlager. Ich dachte, wir kommen ohne klar, aber spätestens jetzt. So, dann das Ding. Ah, hallo. Komm, wir gucken mal, was unser Priester hier reißen kann. Aber ich habe keine Lust, dass jetzt unsere Soldaten da in den da reinlaufen. Ha! Kann es sein, dass Lida gar keinen Mana hat? Ah, da kommt noch mehr. Oh nein. Was tun wir jetzt nur? Also wir sind so nice, dass wir jetzt einfach auch größere Armeen problemlos befehligen können. Ich kann es nicht oft genug sagen.
So, grün ist unser größtes Problem. Soviel ich weiß, wird der Blau unter keinen Umständen angreifen. So, jetzt geht auch unsere Kampfkraft drauf. Das pushen wir aber noch ein bisschen. Ach, wir haben den einen gar nicht platziert. Das heißt, wir kriegen gar keinen Fettbonus. Das ist natürlich kriminell. Ach, ich habe gar keine fünfte Sense gemacht. Das ist natürlich sehr schlau von mir. Bin zurück, du warst weg? 120%. Stonks. 122. 123. Prozent. Ich denke, das ist okay. Sollen wir mal grün triggern und gucken, was passiert? So, das kann mal hier ruhig erobert werden. Und jetzt haben wir auch nicht genug Kampfkraft, dass wir in die dritte Waffenschmiede gehen können. Wir produzieren im Moment Gold über. Na, ich will jetzt starten und stoppen. Und ab jetzt wohne ich, bin kurz zu dir nach Hause gelaufen, ab jetzt wohne ich heimlich in deiner Wand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr bequem ist. Ich kann dir einen Vorratsschrank anbieten. Einen kleinen. Also es ist so ein... Ja, nicht Raum. Aber er hat Türen. Und wenn da die Regalbretter nicht wären, könntest du darin sogar stehen. Also wenn du nichts dagegen hast, wie Harry Potter zu wohnen... Stell ihn an die Wand und erweitere ich damit mein Zuhause. Das ist ja kein Wandschrank, es ist, wie gesagt, ein kleiner Mini-Raum. Also einen schönen geräumigen Platz unter der Treppe. Also geräumig würde ich das nicht nennen. Also nicht das, was man im Film gesehen hat. Oh, jetzt verwandelt er unsere ganzen... Soldaten, das ist mega kacke. Komm, töte den Priester. So, einmal erobern bitte.
Weil wir jetzt einen Schrank, wo sogar noch die Regalbretter drin sind, allemal. Also der Höhe hin wäre er höher, aber er wäre nicht breiter. Oder länger. Denn du musst bedenken, bei Harry Potter hat immerhin sogar noch ein Bett reingepasst. Oder zumindest eine Matratze. Kommst du hier rüber? So, stimmt, die Waffen müsste er wieder aufgesammelt haben. Oh, da sind unsere Dudes wieder. Aber es ist okay, sie können sich das Land gerne zurückholen, die Kaserne ist trotzdem futsch. Ich sag mal so, auf ihrem Land bin ich ja sogar noch stärker. Na, jetzt nicht die mit den Schiffen hier. Okay, das lohnt sich nicht mehr. Aber wenn sie jetzt zu mir kommen, ist das gut, weil dann kann ich sie bekehren. So, die Schiffe schicken wir jetzt mal weg. Ja, sie kommen hierher. Und das ist eine ganz beschissene Idee, weil hier sind ganz viele Burgen. Und ich kann ein paar von ihren Soldaten konvertieren. Vor allem, sie wollen jetzt hier durchlaufen und teilen sich dadurch halt auch nochmal gut auf. Na, vielleicht arbeite ich lieber hier mit Schild. Hier, die kommen gar nicht klar. Thermopylae 2.0. So, die Rucksackkatapultisten hätten wir auch noch schnell weggesnackt. So, die KI hat mal eben 2/3 ihrer Armee verheizt. Also ich denke, aber so langsam können wir auf volle Schwerter gehen. So, die Verletzten werden mal gerade hier behandelt. Ich muss mal echt gucken, ob man Lazarette vielleicht noch ein bisschen effektiver kriegt. So, hallo Priester. Wie viele Geschenke kannst du uns zaubern? 5 Stück. Einmal Lootboxen. Okay, und das bringt nichts. Mach doch den Arbeitsrat von den Lazaretten größer. Das ändert aber nichts daran, wie schnell sie die Soldaten zu sich bitten.
Und ich weiß nicht, wie viel Production Delay die haben, aber so viel wird es nicht sein, denke ich. Okay, grün ist komplett. Die haben sogar noch eine Kaserne, also eigentlich dürfen die nicht komplett hinüber sein. Die haben auch keine Anstalten gemacht, blau anzugreifen. Lootbox, Loot. Göttliches Geschenk für 2,99 €. Ich meine, damit könnte man wahrscheinlich sogar die Weiterentwicklung finanzieren. Ich meine, es wäre tatsächlich echt lustig, wenn man irgendwie eine Art Twitch-Integration machen könnte, wo dann man das per Zuschauerbelohnung machen kann. Und halt, wenn man dann jetzt noch Sachen macht, wie vom wegen Gegner kriegt Blutrausch drauf oder so. Aber gut, man müsste es halt dem Spieler irgendwie die Möglichkeit geben, Koordinaten anzugeben. Und das Ding ist, die Koordinaten kannst du ja nicht in-game ablesen. Das Ding ist, das wäre 100 Pro nicht Multiplayer-tauglich, weil das dann die Things gäbe wahrscheinlich. Aber für Singleplayer wäre es lustig. Solange das Map gebunden ist und du es manuell auslöst, wüsste ich einen Weg. Ja, da gab es mal was. Da war was. Ich erinnere mich dunkel. So, Grün verliert erstmal irgendwie 200 Siedler. Aber anscheinend hatten sie auch keinen Mangel. Wir haben einfach maximalen Goldüberschuss. Die Waffenschmieden kriegen das gar nicht alles wegproduziert. So, du bist leer. Du bist leer. Hier ist noch was. Aber du bist leer. Man schafft mit dem... Mit dem Fall, dass einen Partikeleffekt zu steuern hätte, das Spiel so entwickeln können. Ja, ich glaube, das hattest du sogar mal demonstriert. Oh, hello. Aber es sind nur Level 2er da drin. Und Level 1 Schwertkämpfer, alles klar, dann ist das kein Thema. Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn im Editor eingetragen ist, dass eine Burg maximale Besetzung haben soll, also wirklich halt, dass per Editor mit dem entsprechenden Button ausgewählt wurde, dann kriegt sie tatsächlich auch auf Kampagnenkarten die zusätzlichen Soldaten, die sie mit Ubo hat.
So, mal sehen, wie sieht das aus, wenn man als Römer auf eine Trojanerburg geht? Passt das auch mit den neuen Slots? Ihr stuttert aber ein bisschen hier. Ja, das sieht gut aus. Oh, was ist denn hier los? Zum Glück sind die völlig egal. Wir müssen nur Grün vernichten. In der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne an den Türmen hier schwächen. Ist doch schön, dass die Entwickler auch daran gedacht haben, dass irgendwann ein Typ kommen könnte, der das Spiel komplett neu balanced. Ganz ehrlich, ich ermute mal bei dem, beim Editor waren sie wahrscheinlich einfach faul und haben gesagt, Max ist einfach irgendwie 10 oder so. Und das Spiel nutzt halt das, was es nutzen kann. Ich meine, ich habe es tatsächlich damals getestet. Das Höchste, was, einen Turm zulassen kann, sind 10 Schwertkämpfer und 10 Bogenschützen. Mehr lässt das Nutzerinterface anscheinend auch gar nicht zu. Ich weiß nicht, ob das das Hauptproblem ist, aber auf jeden Fall stürzt es sonst ab. Falls jemand das Multiplayer-Match einlösen möchte, sollte er sich das jetzt überlegen. Das war's. Die Karte hätten wir. Mission 1. Das Lustige ist ja, bei den großen Feldzüge-Karte muss man ja nicht mal die Mission machen in dem Sinne. Du hast ja direkt alles freigeschaltet. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen bescheuert. So, möchte jemand mich herausfordern? S4-Match gegen mich. Creative Element. Alles klar.